gelbe Schulter hoch, ja? Ja. Okay. Ab durch den Zaun. Sieht geil aus da hinten. Das ist wirklich schön. Schatz aufnehmen. Und die Gabi. Wir grüßen Enne und Schenur. Und alle, die uns kennen. Da dran. Abis? Liebe Zuschauer, wir sind auf der Suche nach den Kühen. Man hört sie, aber man sieht sie nicht. Gabi meint, sie hat die Kühe gesehen. Wir schauen mal. Ich sehe immer noch keine Kühe. Aber da sind sie. Die Glöckner wird lauter. Ja. Es ist schön hier. Und wir suchen die Kühe. Auf die Kühe. Und auf Wandern. Und da bist du mitgekommen. Ich sehe schon die Kühe durch die Bäume. Seid ihr die von Familie Wittmoser? Bestimmt, ne? Geht der Wanderweg tatsächlich durch die Kühe durch? Ja. Okay. Naja, so lange genug fressen. Wir müssen allerdings nach hier weiter. Rechts. Eine Stunde haben wir noch. Hä? Eine Stunde. Und dann sind wir an der Alm. Ui, was für ein Fähigchen.
ist ein schöner Ort hier. Da hat sich irgendjemand was dabei gedacht bei der Bahn. Bergziegen Susi und Gabi. Und hier ist die andere. Hallo.
Wald, Kneippbad. Also das kommt mit den Frühlingstemperaturen beim Baden hin. Das zog ganz schön an den Hintern. Ja. Ah! Ja, das tut weh. Hast du rote Finger? Ja, das tut tatsächlich in den Gliedmaßen weh. Aua. Kannst ruhig liegen bleiben. Ihr tut euch doch nichts. Kannst ruhig liegen bleiben. Ja, die wollte uns jetzt auch mal begrüßen. Keine Ahnung. Ne? Guten Tag. Erstmal gucken. Wer läuft denn hier einfach über eure Weide, wa? Fichte. Ja, wirklich an jeder Ecke ist eine Bank. Wohin hätte man sie gebraucht, ey? Ah, hier müssen die Kühe aber noch ein bisschen mähen, du.